Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich habe eben gerade sozusagen in der Pause mir ein Käffchen gekocht. Gut gewonnen. Habe aber dann auch noch weiter überlegt und mir gedacht, Menschenskinders, wie kommst du denn hier günstig weiter? Und dabei ist mir aufgefallen, ich könnte doch eigentlich aus platztechnischen Gründen, weil diesen Bereich, den kriege ich hier vor dem Teil, glaube ich, noch unter, das einfach spiegelverkehrt dran zimmern. Jetzt muss ich mal ganz kurz Fabriken zählen. Ich habe noch 27. 16. 26 brauche ich. Hup. 16, 10, 28 brauche ich. 28? 16? Das sind nicht 10 hier. Das sind ja. Oh, das sind jetzt 7 mal 2 mal 14. 30 brauche ich. Alles klar, ich brauche 30 Fabriken. Muss ich mal da hinten hingehen und dann kann ich vielleicht noch ein paar Fabriken bauen. Ich muss hier nur noch 3 Stück bauen und von den anderen habe ich ja noch ein bisschen was in der Tasche. Und ja, ich muss hier unbedingt Flüssigkeiten verbinden, damit das wieder ein bisschen was wird. Aber ja, so. Da brauche ich davon ein bisschen, davon ein bisschen. Kupfer habe ich noch und so. Das könnte schon, was brauche ich noch? Ach, Stahl brauche ich noch ein bisschen. Okay. Machen wir nochmal 5 Stück. So. Gut, ich muss jetzt aber erstmal die Flüssigkeiten kurzzeitig wieder erstmal verbinden, erstmal rudimentär, damit sozusagen hier dann Produktion erstmal weitergeht. Wo machen wir hier den Übergang? Machen wir hier rein und dann gehen wir erstmal durch bis zum Ende und dann gucken wir mal, wo das hinkommt. So, hier muss irgendwo der Abwärtstrend sein von dem Material. So, da mal dran. So, und dann muss das hier noch an dem dran gebaut werden. So, die kommen ja erstmal raus hier. Zack. Weg. Ja, nicht mehr. Und das fliegt auch weg. Und dann nehmen wir mal den Kohlenstoffdioxid mit hier. Erstmal rudimentär. Was hat der Rudi damit zu tun? So, upsala. So, und das müssen wir dann nachher später einfach nur schön bauen. So, gut, jetzt sollte alles wieder da ankommen, wo es ankommen soll. Das verbindet sich hier hinten drüber. Ich weiß nicht, ob ich hier nochmal einen Kurzschluss irgendwo vorne hatte, aber ich glaube nicht, ne? So, heißt. Also das müssen wir sowieso jetzt ändern hier. Also da müssen wir jetzt gleich, da geht es gleich schon wieder los. Aber dann haben wir es erstmal drin, wieder das Gas. Da produziert er erstmal ein bisschen. So, die Fabrik müssen wir jetzt nehmen. 1, 2, 3. So, und jetzt mal gucken, reicht das Rohr bis durch? Natürlich nicht. So, da haben wir jetzt ein Problem. Ein gar nicht mal so schönes Problem. Dass wir das Rohr quasi, dann müssen wir das Rohr hier umleiten. Müssen wir mal gucken, dass wir das hier umgeleitet bekommen. So. So, und dann haben wir sowas mal da drum rumgeleitet. Und dann gucken wir mal weiter, wie das denn nachher dann kommt. Und das müsste jetzt dann hier ausreichen. Und theoretisch uns fast anzeigen, wo das erste Dingsplant hin muss. So. Gut, die Verbindung ist erstmal gemacht. Dann brauchen wir hier wieder 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Und dann sehen wir schon, wir kommen platztechnisch hier vor dem Teil an. Das war jetzt sozusagen die ganz große Herausforderung dabei, dass wir da platztechnisch davor ankommen. Mal dran. Was? Gut. Diese Umleitung muss ja dann hier auch stattfinden gleich. Aber das kriegen wir dann auch hin. Gut. So, heißt also, jetzt haben wir hier dann sozusagen die Fabrikation. Ups. Und dann haben wir hier nochmal jeweils die. So, dann müssen wir dann da mal. So. Oh.
Dann haben wir hier in der Mitte das Förderband. Da müssen wir natürlich jetzt ein bisschen wieder rum experimentieren, dass wir das ganz gut hinkriegen. So. Heißt, wie weit ist das von dem weg dann noch? 1, 2, 3. 1, 2. Hier müsste theoretisch der erste von den Teilen wieder drankommen. Von den Dingern. So. Gut, also jetzt müssen wir hier Förderband Einführung dieses Materials. Geht hier entlang bis dahin. Genauso wie hier. Dann da runterkommen. So. Ist das auf der Höhe? Ja, das ist sogar auf der Höhe hier. So. Da kommen die denn daran. So. Können wir die schon mal hinstellen hier? Halt, wir nehmen erstmal natürlich davon zwei. Eins. Zwei. So, und dann nehmen wir jetzt die hier. Da hinten dran. Eins. Insgesamt jetzt 8 Stück sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne. Die 6 brauche ich ja bloß. Genau. 7 ist schon 1 zu 4. So, 6 müssen da ja nur hin. Achso, das ist zu weit unten. Okay. Entschuldigung. Ja. So. Ah, hier in der Mitte kann ich ja die roten noch wieder nehmen, ne? Langzeug gab es dahin. So. Und so. Sehr schön. So, dann müssen wir hier jetzt dann das Material noch abholen. Noch zweimal machen. So, dann hier noch. So. Sehr schön. Zwischensetzen. Sehr schön. So, gut, das läuft. Dann brauche ich hier die Übersetzung quasi. Von dem Material. Denn der dann ist denn hier nochmal. Und dann da nochmal. So, jetzt sollte überall fast auch der Kohlenstoffdioxid hinkommen. Könnte sein, dass wir davon zu wenig produzieren. Aber das sehen wir ja dann nochmal. Gesondert. So. Dann brauche ich von denen hier auf jeden Fall wesentlich mehr. Also da müssen wir nochmal nach oben gehen, nochmal die roten besorgen. Und wie wir sehen hier, das läuft eigentlich ganz gut hier, ne? Also das läuft gut ab hier. Die sind voll am Produzieren und hier läuft auch gut Material drauf. Die Fabrik muss ich noch hinsetzen hier. So. Und dann geht das schon mal so seinen ganz gewöhnlichen Gang hier. So, dann muss ich hier dieses Förderband. Das wird natürlich jetzt wieder die Herausforderung sein. Da stört mich das Ohr hier natürlich mächtig gewaltig. Was da vorne dazwischen sitzen, das müsste ein bisschen noch weiter nach da sitzen irgendwie. Da müssen wir mal gucken, wie wir das denn hier da durchkriegen. Das Material vielleicht. Müssen wir das vielleicht auch oben rum hier lang legen lassen, so weiterlegen hier. Quasi von dem an hier noch ein Rohr durch und dann
Einmal hinten einspeisen, einmal vorne einspeisen. Ich glaube, das ist sinnvoller. Sparen wir uns hier jede Menge Bau. Krempel, den man nicht braucht. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn wir das so machen. Genau. Gut, das heißt also, wir werden jetzt hier oben noch eine Leitung legen für den Dings. Für das Material, welches dann einmal hier eingespeist wird. Und ja, hier quasi dann einfach so runterkommen von da. Geht nicht runter, geht das hier nicht runter? So. So. Da einmal rein. Und dann brauchen wir jetzt hiervon noch ein paar. Auch ziemlich eng hier aneinander. Das geht doch schon mal so. Dann gehen wir hier nochmal durch. Und dann gehen wir den kürzestmöglichen Weg. Das wäre hier runter. Das war ein geiler Soundbild. So, dann ist hier die Einspeisung von dem Material. So. Und da ist gar nicht mehr so viel von da. Ah, jetzt kommt ein bisschen was nach. Ja, jetzt kommt es nach. Dann haben die jetzt gerade abgenommen hier. So, sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Das staut sich ein bisschen, aber eigentlich auch nicht doll, ne? Könnte man hier vielleicht eventuell noch sagen mal beschleunigen. Den Pickup. So. Gut. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das hat doch schon mal Gesicht. So, dann kann man jetzt hier sagen, dass wir das hier ganz gut stellen wollen würden. Sehr gut. So, dann brauche ich jetzt... Achso, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich hier oben noch rote habe. Ich hoffe mal, aber ansonsten, ich bin mir fast sicher, dass ich noch rote habe. Gucken wir nochmal hoch. Und dann haben wir das da schon, so gut es geht, wieder fast dran geflanscht. Ich muss sagen, die ganz große Aufgabe dann fast erledigt. Und das ist ja auch schön. Aha. Aha. Nee, also das gefällt mir schon ganz gut, glaube ich. Das könnte schon, da könnte schon viel Gutes bei rumkommen. Hier sind, glaube ich, keine mehr drin, ne? Nee, hier sind nur gelbe drin. Aber, oh, da sind hier auch keine mehr da. Da fehlten hier Stahlzahnräder, okay. Hier oben werden auch keine roten mehr sein, nehme ich mal an. Die werde ich schon alle, ja, hier sind ein paar von den Staplern, aber die... Stapler und Stapler, die brauche ich jetzt gerade nicht. Aber Stahlzahnräder. Da wäre ich jetzt mal ganz kreativ. Vielleicht ein paar von den Förderbändern mitnehmen. Würde ich mal sagen, nehme ich mal einfach hier ein bisschen was ab. Förderbänder lege ich da erstmal rein. Dann habe ich ein paar Stück. Und die kann ich dann da erstmal zur Produktion der roten Greifarme nochmal benutzen. Ich komme, also da oben, ich komme da oben nicht weiter, ne? Das ist wirklich grauenhaft, grauenhaft, grauenhaft. So, dann brauchst du hier natürlich noch das Material wieder. Und das auch in rauen Mengen, aber das ist auch kein Problem. Da gehe ich immer ganz kurz da oben. Lauf da mal auf dem Förderband lang. Oh, hier, da haben wir noch nichts drin davon. Ja. Kannst du haben von. Was mit noch was da drin war in der Kiste? Ja, sorry. Ja, ganz nicht, aber fast. So, Moment. Mein Guter, hier kannst du noch ein bisschen Material kriegen hier.
du so brauchst. Ah, du brauchst noch ein paar davon. Moment. Kein Problem. Kann noch ein paar von geben. So. Wir haben ja alles da. Ist ja alles vorrätig. Wenn auch nicht in ausreichender Stückzahl, aber es ist alles vorrätig. So, und jetzt haben wir 35. Wie viel brauche ich denn davon? Ich brauche 6, 24. Nee, warte mal. Nee, wie viel habe ich? 16. 12 habe ich. Ja, 24. Egal. So, jetzt haben wir 43 Stück davon. Ich denke, das sollte erstmal wieder reichen eine Weile. Wie habe ich von denen noch? Komm, dann nehme ich mir hier nochmal einen Fofi mit. So, hier. Da. Noch einen Fofi mit davon. Haben wir hier noch filternde Greifarme? Auch schön. Okay. Und dann. Auf geht's. So. Auf geht's in die Produktion unten und wir wollen natürlich unsere Charcoal-Produktion so richtig schön pimpen, dass da ordentlich was dabei rumkommt. Müssen dann natürlich dann noch die paar Heizöfen da hinten noch ein bisschen verbessern und vergrößern, aber hier, da sieht man auch, da ist mehr als genug von dem Material da. Ah, da wird immer gut gepumpt, nehme ich mal an, ne? Also hier hinten sollten immer 100% da nicht was drin sein, weil da hinten habe ich keinen Überlauf dran. Und der pumpt. Was denn hier? Wo ist mein Pimpchen? Das rote Zeug? Habe ich das rote Zeug keine Pumpe drin? Das rote Zeug verbrenne ich hier schon wieder. Ich kann das ja nicht wieder abreißen, ne? Also momentan reicht das ja wieder aus. Na egal. Es ist ein Provisorium. Wird's immer bleiben. So. Gut, dann kann ich jetzt hier erstmal sozusagen sagen, die kann hier damit dran und die damit dran. So, jetzt dann liegt natürlich die Produktion jetzt alles auf einer Seite, das ist ja nun mal so. Sollte aber trotzdem ganz gut weggehen. So, dann brauche ich jetzt hier das Filament. Blüpp. So, das kann hier komplett durchlaufen. Nur hier müssen wir das ein bisschen verunterirdischen an manchen Stellen. Ne? So, so. Gut, dann muss ich das jetzt. Warte mal, ich. Den Platz gebe ich hier. Also der muss hier reinlegen, hier reinlegen, hier reinlegen, hier rein, ups, da reinlegen, so. Na gut, der muss da rauslegen. Muss da rauslegen, so. Da hinlegen, da hinlegen. Da hinlegen, da hinlegen. So. Runter ist von da nach da, von da nach da. Gut. Ja. Und die beiden gehen dahin. So. Gut. Okay. Hopp. Hopp. So, du kriegst mal den Offset nach da und nimmst von da, du den Offset nach da und nimmst von da. So, gut, muss ich kurz überlegen. Gut, dann sollte das jetzt hier auch links-rechts hingelegt werden. Die liegen auch links-rechts hin und die kommen auch links-rechts. Okay, dann ist das schon mal ganz gut. Dann brauchen wir jetzt hier sozusagen, wie habe ich da die Reinlegeriegel gemacht? Habe ich die jetzt mit 3 gemacht oder? Nee, immer 2. Immer 2. Dann machen wir das mal so, dass das ist. Strommasten, glaube ich, besser. So. So, dann kann man nämlich neben den Strommasten. Einen hinstellen. So. Bräuchten wir hierfür noch ein bisschen Strom, ne? Ja. Haben wir da mal 2 haben wir da mal rein, ne? Aber das genauso.
Mensch. Das ist rauslegen. Das rauslegen. So. Das ist rauslegen. Dahin. Dahin. Sehen die ersten schon? Wollte ich auch nicht riskieren, oder? Ja, so. Dann habe ich mich schön mal wieder blinken. So und so. Okay, dann haben wir überall Strömlinge. So, jetzt geht das hier weiter. Bis dahin. Und dann geht das hier durch. Auch bis da hinten den Omas. Auch keine Sau. So. Gut. Okay. Dann brauchen wir jetzt hier in der Mitte noch ein bisschen Strömlinge, ne? Wo stellen wir die denn hin? Wir müssten eigentlich genau einen dahin. Einen da hinsetzen. Und jetzt müssen wir für die Mitte eine gute Position für den Strommast finden, der alles abdeckt und uns nicht stört. Eigentlich hier, ne? Müsste alles abdecken und uns nicht stören. Gut, und jetzt brauchen wir hier wieder diesen Wahnsinn an Nickam-Robotern, die dann quasi dort Material anfertigen und fertig machen und hinlegen und durchgeben. So, gut, das sieht schon mal ganz gut aus. Da oben brauche ich auch noch ein paar Nickam-Roboter. So. Gut, die müssen wir durchkonfigurieren. Das ist ja nochmal ein schönes Ballett. So, das funktioniert, das funktioniert. Hier müssen wir auch die Hälfte auf 40 machen. Genauso wie da oben. Die Hälfte auf Shorty, so, das sieht schon mal ganz gut aus. Alles klar. So, dann du da reinlegen. Da reinlegen, du da rein. Du da. So. Okay, du. Von da nehmen. Nee. Da reinlegen und von da nehmen. Annehmen. So einfach rüberlegen, ne? Ja, ganz einfach. So, du von da nach. Hä? Warte mal. Musst du dir aber hier stehen. Wurscht. So. Mal ablegen. Du von da nach da, kürzesten Weg, und du musst hier von da hoch so, und da reinlegen, so raus. Sehr gut, das sieht schon mal sehr gut aus, das könnte hier so durchaus funktionieren mit den Knickarmen. So, jetzt du von da, du von da nach da. So, von da, von da nach da, nee, da, so von dort nach da, und du von dort nach da. So, das ist ganz gut. So, das könnte jetzt hier schon mal, erstens, das könnte schon mal durchfunktionieren, dann brauchen wir hier noch die Position nach da. Voilà. Und dann packen wir hier noch die Pickup-Position nach da. Ne, falsche. So. Okay, dann haben wir hier, das ist schon ein Winkel. Okay, das ist gewinkelt, das passt auch. So, das heißt, ihr macht das.
So. Ihr macht das. Du machst das. So. Gut, das sieht doch schon mal alles ganz tuffig aus hier. So, dann wollen wir mal die rausliegenden Knickarme hier oben noch anbauen. Immer zwei Stück. So. 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 Und so, und dann werden wir hier den Rohmast immer da hinsetzen. So. Auch immer da hinsetzen. Auf die Ecke hier. Und dann unten auch noch die beiden. Und die Leute immer hinsetzen hier. So. So. Und produzieren hier nichts? Falsch rumstehen. Ah, okay. So. 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 Gut, dann machen wir jetzt hier noch den einen hier. Moment. Shorty. Und dann brauchen wir hier oben nochmal einen Strommast, damit da überhaupt Strom da oben ankommt. In der Mitte, ach, in der Mitte habe ich einen Strom gesetzt, damit ich. Hier habe ich den gesetzt. Mit da daneben, ne? Hier eigentlich auf genau die gleiche Ecke. Es langt halt nicht einmal rüber, ne? Dann ersetzen wir die da durch. Und dann geht das schon. Gut, die produzieren nicht, weil die kein mineralisiertes Wasser kriegen. Yep, das liegt daran. So, und jetzt produzieren die auch. Hui! Gut, die frühstücken das natürlich jetzt hier relativ schnell ab. Und das ist klar. Ah ja. Hey, das ist natürlich ungünstig. Oh. Das ist noch ungünstiger. Dann machen wir das Rohr an die Seite. Habe ich auch keine zwei hingezimmert. Momentchen. Dann machen wir das mal da weg. Dann machen wir das Rohr hier hin. Machen dann unterirdischen durch. Und stellen dann die Fabrik hier wieder hin. Wieder hingehört. Haben dann hier zwei. Das hier produzieren. So, gut. Okay, und hier hinten haben wir die Probleme nicht. Warum nicht? Weil das Rohr woanders liegt. Das Rohr da liegt. So, das ist das Förderband einfach länger. Das ist das Förderband einfach um einen länger. Das kann ich da nicht machen, weil ich sonst dagegen stoße. Na gut, okay, dann ist das so. So, hier geht jetzt auch ordentlich was los. Die Produktion, und dann sehen wir schon hier oben, ne, das liegt schon ganz gut voll. Wir haben einigermaßen ganz gute Holzproduktion, was uns dann dazu verleiten muss, natürlich auch die Verbrenner hier jetzt ein bisschen zu beschleunigen. Das heißt, da brauchen wir noch ein paar mehr Verbrenner. Momentan sehen sie aber noch ganz gut aus. Also das müssen wir ja dann nochmal so spiegeln hier, dass die dann alle miteinander laufen. Aber wir kriegen jede Menge Charcoal schon wieder produziert. Das finde ich ganz gut. Hier unten läuft auch welche durch, da läuft welche durch. Hier wird Festbrennstoff hergestellt. Wenn denn hier von dem Material was da ist, das sollte sich jetzt, also da haben wir den ganzen Überschuss jetzt einmal verbrannt.
Also da sind wir jetzt in der Standardproduktionsmenge angekommen. Das wird nicht allzu viel sein. Dann werden die hier irgendwann wieder loslegen, wenn dann hier sozusagen der Rückstau von da oben weg ist. Das sollte, sagen wir mal, in 3 Folgen soweit sein, glaube ich. Oh, nicht mal. Das sollte in einer Folge soweit sein, dass das hier dann nicht mehr nachläuft, die Energie von da oben. Ja, und dann muss dann das hier unten alles gut funktionieren, ne? So viel Energie, wie jetzt hier ankommt, muss dann auch gut gearbeitet werden. Aber das sieht schon mal sehr kontinuierlich aus hier und sehr gut. Kohlenstoffdioxid müssen wir beobachten, wie das da aussieht mit Kohlenstoffdioxid, aber momentan ist noch genügend da. Und mineralisiertes Wasser müssen wir natürlich auch ein bisschen beobachten. Aber ich denke, da sollte auch noch genügend im System sein. Eine Leitung habe ich jetzt hier irgendwo gekappt, hier mit dem Purified Water. Da müssen wir natürlich drauf achten, dass wir die wieder zusammenbauen. Die kommt ja von hier oben und geht hier durch. Die bauen wir mal gleich noch zusammen. Nicht, dass es da noch Schwierigkeiten gibt. Und wieder nachher am Ende dastehen und kein Purified Water an der Stelle haben, wo wir es brauchen. Das wollen wir natürlich nicht. Kommt natürlich genau hier lang. Okay. Und kommt's runter. Das braucht noch. Das wird auch mal wieder ein Versatz hier. Macht nichts. So. Gut, dann läuft nämlich hier ein bisschen nach, wenn da unten nicht mehr genügend ist. So. Gut, okay. Sehr schön. Dann haben wir das geschafft. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Und wie wir sehen, ja, wir müssen halt diese Öfen hier auf dieser Seite auch noch mit hinstellen. Und dann führen wir das hier unten dann zusammen. Das ist ja alles kein Problem. Ja, und dann machen wir 6 solche Öfen hier. Das kriegen wir ja wohl fix hin. Steine haben wir hier noch. Backsteine werden wir auch hier noch haben. Und wenn ich das hier sehe, dass hier genügend Steine sind, das finde ich auch ganz toll. Weil dann ist hier sozusagen die Backsteinproduktion jetzt, kann ein bisschen mehr machen. Gut, hier sind noch ein paar Kisten, die volllaufen müssen. Aber dann haben wir da mehr als genügend Produktionskapazität wieder dafür. Und Sand haben wir auch schon wieder jede Menge. 600, hier oben sind 3,5K, 5K und da sind drin auch 5K. Da haben wir also schon wieder 13K Sand für die Erweiterung unserer Inseln. Gut, Lampen müssen wir noch setzen. Was haben wir wieder geschafft? Ah, wieder 32 Minuten. Ja, sehr schön. Wir sind konsequent am Überziehen. Aber eine konsequente Sache muss man ja wenigstens machen. Irgendwo muss man ja konsequent sein. Da ein Lämpchen. Da ein Lämpchen. Machen wir hier noch ein Lämpchen hin. Einfach was können. So. Schön aus. Da ein Lämpchen. So. Gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dann. Tschüss.